Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwentek Schmiede. Zu einer besonderen Folge Gwentek Schmiede, denn ja, Season ist nicht mehr lange. Season endet quasi jetzt, wenn die Folge rauskommt, glaube ich, in 5 Tagen. Das heißt, nächste Woche Dienstag oder Mittwoch. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag das ist. Das heißt, die Season ist bald vorbei. Wir werden jetzt am Ende nochmal so ein bisschen Meme Deck spielen. Allerdings, ich sage es jetzt mal von vorab: Deck Schmieden folgen erstmal. Leider nur 2 Runden. Und die nächsten Deckschmieden-Folgen werden auch eher Freundschaftsspiele beinhalten. Wir werden jetzt am Ende nochmal so ein bisschen Meme-Decks ausprobieren, Karten, die gebufft wurden und verschiedenes. Und ich bin ganz ehrlich, diese Decks auf dem Pro-Rank zu spielen, wo jeder Notierdeck spielt, das kann man vergessen. Diese Decks sind, wenn man mal einfach lustig eine Runde Gwent spielen will, kann man sie ganz gerne spielen. Wenn man allerdings auf dem Pro-Rang damit spielen will, man trifft gegen die Tierdecks, dann sind es Decks, die nicht wirklich sehr gut funktionieren werden, weil einfach momentan, ja, ist zu stark. Ne? Oder man hat nicht genug Antworten oder sonstiges. Zwerge ist genau so ein Fall. Zwerge ist allerdings, da haben wir noch keine Freundschaftsspiele gemacht, das haben wir noch auf der Rangliste ausprobiert, danach haben wir Freundschaftsspiele gemacht. Wie gesagt, die Einstellung ist, dass die nächsten Deckschmieden-Folgen alle nur 2 Runden haben werden und dass es wahrscheinlich eher in Freundschaftsspielen gespielt wurde. Das heißt, die Spiele, wir werden nicht immer dieselben Gegner sehen. Die Leute in den Freundschaftsspielen spielen größtenteils auch eher so lustige, funnige Meme-Decks. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mehr Runden gegen andere, interessantere gegnerische Decks haben, anstatt immer und immer und immer wieder dieselben Decks zu sehen. Ist mal was anderes, aber ja. Und die 2 Folgen pro Runde sind leider momentan aus Zeitgründen. Ich hoffe, dass es vielleicht sich bald wieder ändern wird, aber wir machen erstmal jetzt nur 2 Folgen, weil die letzten 2 Tage kam wieder kein Gwent. Und bevor kein Gwent kommt, kommt lieber kürzer Gwent. Das ist einfach so, ich denke mal, es ist besser für jeden von uns. Fangen wir an mit Zwergen. Bei Zwerge hat sich mit dem Patch ein bisschen was getan. Zwerge ist immer noch so, Zwerge ist ein Deck, wenn man Lust auf Zwerge hat, kann man Zwerge spielen. Man wird auch manchmal ein paar Runden mit Zwergen gewinnen können. Zwerge sind nicht allzu verkehrt. Problem ist, Zwerge sind, je nachdem, was das Meta betrifft, immer noch ein Meme-Deck. Und ich denke, sie werden nicht wirklich mehr werden. Ich weiß auch nicht, ob sie nächste Season mehr werden. Die Sachen, die sie bei Zwergen geändert haben, sind A1. Zoltan Krieger kostet jetzt nur noch 10 Provisionen anstatt früher 11. Das heißt, wir spielen ihn wieder. Und die Zwergen-Berserker haben jetzt eine Stärke von 4 anstatt einer Stärke von 3. Das heißt, die haben einen Punkt mehr. Ein Zwergenberserker hat 4 Rüstungen. Wenn er eine Rüstung hat, nimmt er sich am Ende der Runde eine Rüstung weg und fügt einer zufälligen gegnerischen Einheit einen Schaden zu. Das heißt, zusammen mit unserer Anführerfähigkeit hat die Karte 4 Punkte und 5 Rüstungen. Ist also eine 9-Punkt-Karte für 5 Provisionen. Das ist nicht verkehrt. Schaden kann natürlich auch nur random kommen. Das ist natürlich ein Nachteil. Das ist im Prinzip so eine kleine Engine, die halt irgendwann aufhört zu ticken. Aber ja, das ist halt der Sinn. Und dadurch, dass Karten wie Zoltan Krieger halt gebufft wurden und jetzt weniger Provision kosten, können wir mehr grobe Zwerge beschwören. Und Munro verwandelt natürlich in Zwergenberserker. Das heißt, diese Zwergenberserker wurden ja auch gebufft. Munro kann jetzt, wenn wir halt einfach nur diese Zweierzwerge verwandeln, beim Ausspielen schon 10 Punkte machen, 12 Punkte, wenn die gut treffen mit ihrer Rüstung. Und danach haben diese Zwergenberserker immer noch 6 Schüsse übrig, also wenn man 2 verwandelt. Ne? Das heißt, Munro könnte eine Karte sein, die könnte mittlerweile 18 Punkte für 12 Provisionen machen, was nicht wirklich verkehrt ist. Ist vielleicht immer noch ein bisschen Ticken schlechter als Mamuna, aber er ist jetzt zumindest deutlich besser spielbarer geworden und man kann ihn auch vielleicht nicht so leicht aufhalten. Andere Dinge, die bei Zwergen geändert wurden, nicht wirklich sehr viel. Das waren die gröbsten Änderungen bei Zwergen. Na, das sind die Zwergen-Berserker und der Soltan-Buff. Wir spielen tatsächlich eine Liste von Chimiri. Wir hatten auch erst eine andere Liste, wobei die Chimie von Chimiri hat mir besser gefallen, weil wir haben ja noch eine Tutor-Karte. Das Problem an Zwergen ist einfach nur momentan in der Fassung, Zwerge haben so gut wie keinen Angriff. Wir haben eine Hitzewelle. Wir haben vielleicht, wenn es mal drauf ankommt, einen Zwergen-Plänkler. Das war der Angriff, den Zwerge haben. Und die einzige wirklich krasse Powerhouse-Karte, die uns bei Zwergen halt was bringt, ist Boovahhook. Der Rüstung hat für jeden Zwerg, den wir auf der Hand haben. Und wenn er selber Rüstung hat, verbessert er alle Zwerge mit Rüstung in der Reihe um einen Punkt am Ende der Runde. Das heißt, Boovahhook kann die Zwerge immer und immer und immer wieder verbessern. Wenn er eine lange Runde auf dem Feld liegen bleibt, hinter einem Verteidiger, hinter einem Figgis, der halt natürlich den Schaden abfangen kann, dann kann Boova auf einer langen Runde unfassbar viele Punkte machen. Das ist das Powerhouse, was Zwerge haben. Wenn Boova wirklich eine lange Runde überlebt, können wir relativ gut Punkte machen. Wenn Boova allerdings weggenommen wird, sieht es mit Zwergen wahrscheinlich eher schnappig aus. Die andere Möglichkeit, die wir haben, ist Munro plus Zoltan Krieger und die Zwergenberserker. Wenn man die allerdings benutzt, um die erste Runde zu gewinnen, um eine möglichst lange Runde zu kriegen und dann Boova in einer langen Runde auszuspielen,
kann es problematisch werden. Man kann auch mit den Zwergen noch durchaus pushen. Karten wie Soltan, Karten wie Gabor haben Zähigkeit. Zähigkeit ist natürlich auf diesen 10 neuen Provisionskarten jetzt, wenn man die Magier gesehen hat, vielleicht gar nicht mehr ganz so gut. Das ist ein Problem. Aber wenn man wirklich diesen Carryover mitnehmen kann, Verteidiger ausspielen kann, dann einen Buu aufs Feld schicken kann und dann sofort losbuffen kann, kann man auch mit Zwergen ganz gut in der zweiten Runde pushen. Ne? Kommt auf die Hand drauf an, die wir wirklich haben und gegen welche Fraktion wir spielen. Gegen Monster will man wahrscheinlich keine zweite Runde pushen, gegen alles andere könnte ein zweiter Runde Push ganz nett sein. Ja, ansonsten haben wir noch Xavier, der sich die ganze Zeit verbessert. Barkley Elves und die Mahakam Wachen verbessern sich für jeden Zwerg, den wir in einer Reihe haben. Das heißt, wir wollen möglichst viele Zwerge in einer Reihe spielen. Wir haben noch die Novigrader Gerechtigkeit, die uns auch so eine Mahakam-Wache rausholen kann. Alles spitze, alles tuffi. Da haben wir Mahakam-Freiwillige für ein bisschen mehr Thinning. Das sind halt unsere Punkthauskarten. Wir nehmen entweder Carryover mit Soltan oder Gabor. Wir haben Karten wie Xavier oder Boovahook, die Punkte machen, genau wie die Zwergen-Berserker auf einer etwas längeren Runde. Im Großen haben wir das Soltan-Grobe-Zwerg-Munro-Paket. Wir haben Boovahook selber an sich. Und wir haben unseren Carryover. Das ist die größte Stärke von Zwergen. Problem ist, Zwerge haben absolut keinen Angriff. Es ist momentan nicht das beste Deck. Zwerge sind ein Meme-Deck. Das werdet ihr auch in den Runden sehen. Sie können trotzdem immer noch halbwegs gut funktionieren. Und wenn man lustig ist, kann man die Zwerge ganz gerne spielen. Aber die Buffs, die sie bekommen haben, reichen nicht aus, um Zwerge auf ein Tier 3 Level zu heben. Von daher, ja. Trotzdem ist es immer noch ein Deck, was ich sehr gerne spiele. Einfach, weil Zwerge einfach diese kleinen, haarigen Bastarde. Viel Spaß bei den Runden, leider nur zwei und wie gesagt, die nächsten Tage auch leider erstmal nur zwei Runden, aber Samstag, Sonntag, also morgen und übermorgen, 16 Uhr, Stream, Gwent Open Turnier, das wollte ich auch noch sagen. Viel Spaß bei den Runden, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut da rein, ciao. Ich sitze hier jetzt seit 5 Jahren. 5 Jahre die ganze Zeit nur Rangliste zu spielen, ist momentan mega langweilig. Ich würde ganz gerne endlich mal einen anderen Spielmodus für Gwent haben. Ich hoffe immer noch auf den goldenen Neckar, dass der uns was bringt. Aber immer nur Rangliste spielen, immer nur dieselben Decks treffen oder so nach 5 Jahren schlaucht das halt einfach nur noch. Da hast du, brauchst mal wieder frischen Wind, du brauchst einen Spielmodus. Irgendwas Lustiges. Und sei es vielleicht mal Auto-Chess in Gwent, würde ich auch spielen. Das ist tatsächlich, finde ich, immer noch persönlich die größte Schwäche an Gwent. Die größte Schwäche ist nicht, dass man mal eine Meta hat, die jetzt nicht so toll ist. Die größte Schwäche an Gwent ist einfach, dass Gwent, abgesehen von der Rangliste oder dem Casual, den Draft-Modus, ja, es gibt noch den Draft-Modus, aber der ist auch so, naja. Das Problem am Draft-Modus war immer, jedes Kartenspiel hat so einen Draft-Modus. Und bei jedem Kartenspiel funktioniert es auch relativ gut. Das Problem an Gwent, warum ein Draft-Modus bei Gwent nie wirklich funktioniert hat, ist relativ simpel. Es gibt keinen Mana-Curve. Du kannst in Gwent pickst du einfach nur die stärksten Karten, die es gibt. Da ist scheißegal, ob die einen Mana-Curve haben oder nicht. Du nimmst nur die stärksten Karten. Bei anderen Karten musst du auch auf einem Mana-Curve spielen. Ne? Wenn ich jetzt so einen Draft-Modus in Magic spiele, muss ich gucken, ey, ich brauche irgendwie so 1 bis 2 Karten, die mir Dingens geben. Ich brauche mindestens 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche eine Menge Karten, die vielleicht 1 Mana oder 2 Mana oder 3 Mana kosten, dass ich am Anfang was zum Ausspielen habe. Bei Gwent gibt es das nicht. Das heißt, bei Gwent wurde bei Arena und Draft immer nur das Stärkste gepickt. Das ist das Ding, warum Draft-Modus für Gwent gar nicht so gut geeignet ist, leider. Was ist der Goldene Neckar? Der Goldene Neckar ist ein Spielmodus, der eigentlich noch dieses Jahr ein Spiel implementiert werden sollte. Was wir kriegen, weiß ich allerdings selber nicht. Ich meine, wir hätten Soltans Truppe. Wir könnten die erste Runde voll mit Zwergenberserkern durchziehen. Vielen Dank, Eddie, für den Twitch Prime Sub. Was, 5 Jahre? Gwent gibt es zwar erst seit 2018. Es gab davor eine Beta, Real Heavy Object. Es gab davor eine Open Beta und davor gab es eine Closed Beta. Gwent gibt es tatsächlich schon seit 2016. Und wir spielen es schon seit 2016. Okay. Ich könnte auch erst einen Soltan spielen. Dann könnte ich dem nochmal beide eine Rüstung mit Soltans Truppe draufdrücken.
Es gibt sogar einen Turnierplaner, der ist allerdings momentan leider noch verbuggt, Alexander Eichschild. Und das Problem ist, selbst bei einem Gwent-Turnier, also das Problem an Gwent ist halt, dass alle Leute immer nur größtenteils Metadecks spielen. So wie halt normal bei jedem anderen Kartenspiel auch, wenn du eine Rangliste nur hast, dann werden die Leute natürlich die stärksten Decks spielen. Was Gwent halt wirklich bräuchte, sind mal andere Möglichkeiten, Spielmodi zu zocken. Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt wieder mit Magic angefangen, viel mit Magic angefangen. Ich spiele Magic auch relativ gerne, allerdings spiele ich Magic nur gerne im Commander-Modus. Ich spiele keinen anderen Modus. Ich spiele Saber Lemons. Ich spiele keinen normalen Standard-Modus. Ich spiele keinen Standard-Modus oder so, weil ich bin auch ganz ehrlich, bei Standard-Modus ist Magic mir dann ein bisschen zu teuer. Weil dann kommt da noch eine die bringen ja irgendwie alle 2 bis 3 Monate, bringen die ja eine komplett neue Booster-Edition raus und dann gibt es da eine Karte, die willst dann in deinem besten Deck so 3-4 Mal spielen. Die Karte hat einen Marktwert von 40 Euro, wenn du die 3 Mal spielen willst, bist du für 3 Karten in einem 60-Karten-Deck schon 120 Euro los. Ist mir zu teuer. Standard spiele ich nicht. Das Einzige, was ich wirklich spiele, ist Commander. Und Commander ist halt so ein Spielmodus für Magic, der macht richtig viel Spaß, aber wahrscheinlich nur, wenn du mit Freunden zusammenspielst. Beim Commander-Modus ist es quasi so, bei Magic, Deck besteht aus 60 Karten, das ist halt der normale Modus, ne? Commander ist anders, Commander besteht das Deck aus 100 Karten, eine Karte ist der Commander muss eine legendäre Kreatur sein und der Commander ist halt in einer speziellen Zone, das heißt, du hast ihn nicht auf der Hand, du kannst ihn aber immer, wenn du die Mana-Kosten hast, ihn aufs Feld rufen. Und wenn der Commander kaputt gemacht wird, kommt er wieder in die Commander-Zone zurück. Also der kann nicht vollends zerstört werden oder sonstiges. Der kommt immer wieder in deine Commander-Zone zurück. Das heißt, du kannst den immer und immer wieder ausspielen. Und das Deck mit den 99 Karten basiert halt auf dem Commander, den du hast, ne? Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die du machen kannst. Und das ist halt Magic Commander. Du kannst auch jede Karte im Commander nur einmalig im Deck spielen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, eine Karte mehrfach im Deck zu spielen. Jede Karte kann nur einmalig gespielt werden in dem Deck. Okay, wir machen noch hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Punkte kriegen wir noch extra. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barkley würde um 7, wäre 11 Punkte wert. Ich würde fast einen Barkley ausspielen. 1, weil die bringen uns nur 8 Punkte. 8 plus 5 sind nur 13, damit würden wir gerade mal einen Unentschieden erzielen. Das heißt, erstmal einen Barkley, auch wenn er uns jetzt weniger Punkte bringt. Mahakam. Weil dann reicht es von den Punkten her aus. Okay. Wir machen heute noch Freundschaftsspiele, Platonios. Die Leute wollten erstmal ein bisschen Rangliste sehen. Aber wir werden, also wenn wir jetzt viel auf, sag ich mal, Rangliste treffen, werden wir wahrscheinlich, also wenn wir dieselbe Zeit nur die Metadecks treffen oder so, dann werden wir so relativ schnell zu Freundschaftsspielen übergehen. Können wir machen, Platonios. Kannst von mir aus, also du bist der Erste, der dich auch gemeldet hat, du kannst von mir aus als Erster drankommen gleich. Erinnert mich an die Yu-Gi-Oh! Staffel mit Noah und Deckmastern. Genauso ist es quasi, Tauwili, genauso ist es. Nutzt direkt seine Anführerfähigkeit. Okay. Can dwarves fight? The fish pass in leaks. Hey, irgendwer. So, wir kriegen noch 2 Punkte. Die können auch nicht an Rüstung abprallen. Das heißt, ich denke mal, wir werden den fürstlichen Erlass benutzen, aber wir können irgendwas ausspielen. Wir können jetzt sogar einen Garbo für Carryover benutzen. Alright, that's no problem. Perfekt. So, nochmal, er ärgert sich immer noch über das Freundschaftsspiel. Ja, das ist halt so das Ding. Also Freundschaftsspiele sind Freundschaftsspiele. Wenn man da verliert, dann soll man sich halt nicht ärgern, weil, mein Gott. Die meditierende Magier, du musst meditierende Magier nicht unbedingt mit Angriff besiegen.
Also Shimiri hat einen Post gemacht, dass man meditierende Magier auch ganz anders besiegen kann. Du musst die erste Runde halt... das ist eine relativ doofe Hand, ne? Immer noch ein Weidlerner. Der könnte rein theoretisch mit einem Gord spielen. Also für die kurze Runde weiß ich nicht, ob wir so gut aufgestellt sind. Andererseits, wenn wir jetzt mit Buba pushen hinter einem Verteidiger, könnte es ganz gut sein. Hey Nico Brady, wie lange streamen wir heute noch? Ich denke, wir werden heute so bis 22, 23 Uhr machen. Hast du mir schon mal eine geschickt, Platonios? Wie ist denn dein Ingame-Name? Ich kann nach der Runde mal nachgucken. Okay, totstellen. Ich kann mal gucken, vielleicht hast du mir schon mal eine geschickt. Wie gesagt, das Problem ist halt meine Freundesliste. Du kannst maximal 250 Leute in die Freundesliste aufnehmen. Meine Freundesliste ist voll. Und ich habe noch über 100 Leute, die da gerade auf Bereitschaft warten, bis ich die mal annehme. Okay. Machen das. Haben alle mal Rüstung. Kriegen alle noch Bass. Pushen mit Wuba. Natürlich hat er einen zerfetzen. Gut, passen. Er spielt natürlich ein Zerfetzen. Ich meine, es hat keinen Schaden gemacht, aber es hat Buba abgefangen. Aber ich glaube, wir hätten sowieso gepasst. Also von daher... Okay. Er hat richtig harten Handbuff für die nächste Runde. Das wird so problematisch. The soil is fertile with magic and dead to one. Was will als nächster Reisecharakter kommen? Oh, ist schwer zu sagen. Die könnten halt alles bringen, was die wollen, so von daher, man kann nur spekulieren. Okay, wir haben quasi nichts mehr. Wir haben noch Hitzewelle. Zumindest für eine dicke Einheit. Wir haben noch einen Soltan, das gefällt mir ziemlich gut. Wergen Klänkler könnte noch eine Flüsterin weghauen. Ich hätte ganz gerne noch die Gerechtigkeit oder Dingens, ne? Gerechtigkeit wäre echt spitze. Ich glaube, wir legen Bergarbeiter ab. Mark haben Wache ohne Gerechtigkeit. Regis wäre auch eine Möglichkeit. Regis, Plötze, Dandelion, Soltan, all diese Charaktere. Oder sie gehen halt auf ja, eine besondere. Könnt ihr auch mal ein Vesemir könnten sie halt auch bringen. Eskel, Lemmer, es gibt so viele Charaktere, die sie als Reisecharaktere bringen können. Ja, deswegen haben wir den Zwergenklänkler behalten. Hat sich ausgeflötet. Hat jetzt Axt im Kopf, die Frau. Ich hoffe nur, dass sie vielleicht noch ein paar neue Soundtracks reinbringen mit den Reisen. Soundtracks haben mir tatsächlich sehr gut gefallen. Okay, Frage. Elfenseherin, wollen wir die verbannen? Ich will eher sein Gord treffen. Einfach Plötze-Reise. Plötze als Reise, der würde ich, und vor allem, wenn Plötze dann noch irgendwie, wenn du irgendwas machst, so rumbackt, ne? Steht hier, auf einmal ist er hier so auf dem Schlachtfeld oder so. So ein Charakter, der rumspringt für dich. Ich aktiviere den Feuerwerker, aber ich aktiviere den Feuerwerker erst nächste Runde. Okay, sein... Deine letzte Karte wird wahrscheinlich ein Gabor sein. Ein Harald meine ich und den können wir einfach wegbrennen.
Okay. Ja, Baron wäre theoretisch auch so ein Charakter. Das Problem am Baron ist einfach nur, dass er wahrscheinlich eher zu den nördlichen Königreichen passt, ne? Und so einen Charakter, den man eher für eine Fraktion vorgesehen hat, weiß nicht, ob der so für die Allgemeinheit gut ist. Wobei sie haben jetzt auch Octavia Hale als Allgemeincharakterin gebracht, ne? Aber ja. Die Charaktere, die du dann halt kriegst für die Reise, sind dann halt nur so eine Standard-Skins. Normalerweise, die Reise dient dir dazu, du kriegst einen Skin und kriegst dann extern nochmal eine Menge dazu. Anuta hat ein Bild, nehme ich an. So, Weidler weg. Zwerge gefallen mir aber ganz lustig. Ich finde, Zwerge ist ein super lustiger Arc-Teil. Man müsste halt nur irgendwie ein bisschen stärker werden, weil wie gesagt, man kann sie so spielen, wenn man lustig ist und Zwerge gern hat. Allerdings, wenn man wirklich Rangliste spielen will, könnte es mit Zwergen ein bisschen trickelisch aussehen. Könnten Zwerge vielleicht tatsächlich ein bisschen langsam sein? Ich spiele gegen Monster, ne? Ich lege mal noch einen Feuerwerker ab, ziehe noch einen Feuerwerker nach. Okay, wir gehen direkt rein. Soltan, Krieger, Munro, erste Runde und dann, bah, gib ihm. Greif. Jo, ich würde mal sorgen, den greifen wir direkt an, ne? Also dadurch, dass sie Munro halt die Provisionen genervt haben, ne, die haben nicht die, die haben von Soldan Krieger die Provision genervt und dass die Zwergenberserker jetzt quasi 4 Punkte haben, das macht Munro um einiges besser. Also Munro ist beim, wenn du wirklich gut verwandeln kannst, wie viel ist Munro wert? Wenn du sofort ausspielst, Munro 10 Punkte und wenn die 4 Rüstungen noch durchticken, nochmal 8. Das heißt, Munro kann jetzt 18 für 12 sein für Zwerge. Das gefällt mir schon relativ gut. Los, wir hauen noch einen Zwerg aufs Feld. So ein Zwerge, wie man sie sich vorstellt. Das, so ist einfach der Zwergen-Archetype. Besser geht's gar nicht. Das ist einfach Perfektion in Karten. Ja, wir machen das, spielen ihn allerdings hinten aus, waffen den aber hoch. Ich meine, jetzt können wir jede Runde nochmal einer Karte eine Rüstung aufgeben. Nur wie gerade Gerechtigkeit haben wir auch im Zwergendeck. Man muss sie nur ziehen. Aber ja, Novigrada Gerechtigkeit für ein Zwergendeck ist halt echt spitze. Das Problem ist, dass Zwerge immer noch sehr stark von... Also Buu war es wirklich so die einzige richtige krasse Powerhouse-Karte in den Zwergen. Ne? Du bist wirklich sehr auf einen Buu angewiesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Könnte noch einen Bergarbeiter ausspielen. Pam, pam, pam. Aber so will man halt eigentlich Zwerge spielen. Ne? Erste Runde mit den Berserkern, vielleicht die lange Runde gewinnen. Dann die zweite Runde, wenn man eine lange Runde gegen das Deck bestehen kann. Kann man ja dann nochmal... So, dich hier noch ausspielen. Wacht sich um jeden Zwerg in der Reihe. Deswegen haben wir auch den Wagen hinten ausgespielt. Riesen nochmal schön fröhlich weiter. Da willst du eigentlich eine zweite lange Runde mit Buba haben. Es sei denn, der Gegner spielt vielleicht ein aggressiveres Deck und kann dir die Rüstung weghauen. Dann kannst du auch in den Fällen vielleicht pushen mit Buba. Oder du hast halt einen guten, du hast zwei Karten Carryover und kannst pushen. Wir haben nur leider kein Carryover. Ich denke, wir werden auch nächste Runde passen. Es sei denn, er spielt jetzt Chihunos aus. Nein, er spielt Jager aus. Oh, fuck, Alter. Ja. Wir müssen Jager leider wegnehmen. Ja, das ist mal wieder so ein Fall, wo Jager, eine Karte, die man eigentlich nicht häufig sieht, aber sie hat ihn gerade heftig den Arsch gerettet, vielleicht für die erste Runde, weil die hat uns Hitzewelle gekostet. Und sie hat uns unsere Mahakama-Wache gefressen, die einfach mal 12 Punkte hatte, ne? Jager beim Ausspielen schon 25 Punkte wert. So, gegen Gedeim möchte ich aber eine lange Runde haben.
Soltan Figgis gefällt mir ziemlich gut. Wir kriegen hundertprozentig unseren Bruva. Wir bräuchten nur noch ein paar weitere Zwerge. Bam, bam, bam. Wenn da keine Möglichkeit an einem Verteidiger vorbeizukommen und unseren Buber zu erreichen, dann wird das eine richtig sexy Runde für uns, Jungs. Allerdings ist unsere Hand nicht wirklich perfekt, weil wenn man sich das Deck anguckt, wir haben noch 7 Karten im Deck, davon sind 1, 2, 3, 4, 5 Goldkarten. Wir haben 5 Goldkarten diese Runde gemisst. Was braucht man nicht? Feuerwerker ist, glaube ich, besser als Zwergenklänkler. Wir ziehen natürlich keine... Wir haben 7 Karten im Deck, 5 Goldkarten und wir ziehen natürlich genau eine Bronzekarte. Okay. Hi, Permaflausch. Okay, wir spielen jetzt sogar schon Buba aus. Weil ich das maximal an Punkten rausholen will. Oder sie überraschen uns. Der nächste Reisecharakter wird einfach wieder irgendwas komplett Verrücktes. Okay, ist Buberhook stark genug, um sich mit den ganzen Selbstessern anzulegen? Ist Buberhook stark genug, um sich mit den ganzen da anzulegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gut. Du willst das! Natürlich treffen wir genau den Höhlentroll. Alter, der macht richtig Punkte jetzt mit jeder Karte, ne? Hexenlehrling. Ich habe so meine Zweifel, ob das ausreicht. Shunos hat er auch noch. Hitzewelle ist nicht schlimm, weil wir hätten noch einen Feuerwerker vorne. Problem ist, Buva gibt zwar jetzt ordentlich Punkte, aber wenn der Gegner jetzt noch eine weitere gute Reliktkarte hat, wie Mamuna, dann haben wir verloren. Und ich denke, er wird noch eine Mamuna haben. Sporn. Reicht das aus für uns? Bei weitem nicht. Ja, Zwerge sind leider immer noch ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Also, das ist ein super lustiger Archetype, aber... Von den Punkten her. Ich meine, die große Stärke, die Zwerge damals hätten, war Carryover, ne? In Form von Gabor und Soltan. Aber jetzt mit dem meditierenden Magier sind die schon lange outplayed. Lange. Okay.